Süden. Genießen das Bier des Südens. Unser Fürstenberg. Bierkultur seit 1283. Der Bezirkstag des Fußballbezirkes Freiburg 2016 ist beendet. Nach knapp 3 Stunden ging man friedlich auseinander. Da haben wir noch eine leere Altofalle in Kommersreuth. Bei mir nun der Bezirksvorsitzende Arno Heger. Wie immer machen wir einen Schnelldurchlauf zum abgelaufenen Fußballjahr im Bezirk Freiburg. Fangen wir mal ganz oben an. Das Schlachtschiff SC Freiburg wird aufgestiegen. Das Flaggschiff, nicht das Schlachtschiff, Gott sei Dank. Ja. Nein, natürlich für uns, für die Region ganz wichtig. Und nochmal Glückwunsch an den SC Freiburg, dass sie es ja geschafft haben. Denn die Fußballschule hilft uns natürlich auch sehr im Amateurbereich. Da werden gute Spieler ausgebildet, die auch bei uns zurückkommen. Ist natürlich auch für den Marktwert für uns im regionalen Fußball ganz, ganz wichtig. Deswegen freut es mich, dass der SC Freiburg es mit den Männern wieder geschafft hat, in die erste Liga aufzusteigen. Ganz klar. Dann war kein Thema, Bundesliga, haben gute Runde gespielt, waren sogar im Halbfinale. SC Freiburg hat sich etabliert, Ja klar, da muss man sagen, die haben es da Gott sei Dank etwas einfacher als die Männer. Die geht es immer mal rauf und runter. Die Frauen haben es tatsächlich seit vielen Jahren schon immer geschafft, sich zu etablieren. Machen eine gute Arbeit, wie ich finde, haben auch gute, talentierte junge Spielerinnen immer weiter. Also das ist schon sehr, sehr gut. Dann kommen wir Regionalliga Süd, nach vielen Jahren der SC Freiburg 2 überraschenderweise abgestiegen. Der Bahning SC musste leider auch absteigen, aber für den Bahning SC als Aufsteiger war es ein tolles Jahr, wie man der erste Vorsitzende der Bühne gesagt hat, man ging ohne finanzielle Verluste raus, hat sogar diese Zuschauerkulisse gehabt. Also ein bisschen schade, dass beide abgestiegen sind. Ja klar, für den SC Freiburg in der zweiten ist natürlich immer schade, wenn das erste ist, die zweite in der Oberliga nachher ist. Regionalliga, denke ich, ist eigentlich schon der Anspruch, den der SC da haben müsste, aber das wird man auch wieder hinkriegen, vermute ich mal. Bei Balingen tut es mir natürlich wirklich sehr, sehr leid, denn man hat natürlich eine große Euphorie gehabt nach dem Aufstieg mit dem Gewinn des Verbandspokales, und ich weiß gerade, Dieter Bühler als Vorsitzender ja sehr rührig auch heute hier gewesen beim Bezirkstag. Ist schon schön zu sehen, dass die Leute auch hier immer wieder an die Basis kommen, und dann tut es natürlich schon einem sehr weh, wenn man absteigt. Aber es gehört zum Sport dazu, nach Höhen kommen auch die Tiefen, dann kann man sich wieder neu aufstellen, und ich bin sicher, die Balinger werden die richtigen Konsequenzen ziehen und die werden wir bald wieder in der Regionalliga sehen. Glück haben die Freiburger vor allem, die den Pokal gewinnen, den Südbayerischen Vereinspokal, nicht unbedingt, außer Tening hat man Glück gehabt, jetzt hat Willing das große losgezogen mit Schalke. Kommen wir mal, Oberliga haben wir Verluste mit Freiburger FC, bis unding der 6-Mannschaft aus der Oberliga muss absteigen. Ja gut, das ist natürlich auch mal schade, weil der Freiburger FC auch eine gute Euphorie jetzt, hatte die letzten Jahre, aber gut, ist so, können wir nicht ändern. Leider. Ja. Verbandsliga haben wir uns gut gehalten, kein einziger Absteiger und ein Aufsteiger FC Denzlingen. Genau, für die Denzlinger denke ich auch ganz wichtig. Sind geordnet und abgeschaltet in der Relegation, weil die schön wäre, wenn sie es auch geschafft hätten. Aber wichtig ist kein Absteiger in der Verbandsliga. Ich denke, der Bezirk Freiburg muss in der Verbandsliga Südbaden eine starke Rolle spielen. Das tut er nach wie vor. Landesliga haben wir einen Absteiger nur, SV Biegen. Haben wir uns und einen Aufsteiger. Traditionsgemäß haben sich die Vizemeister durchgesetzt, dass im Bezirk Freiburg Wasserkolm, was heute hat, bewiesen, dass es keine Altersliga war, die Meisterschaft. Ich denke, wichtig ist, 10 von 16 Mannschaften kommen aus Bezirk Freiburg in der Landesliga Staffel 2. Das zeigt einfach auch hier die Dominanz wieder. Auch für uns natürlich ganz wichtig. Für Wasserkolm aus Reude freut es mich natürlich, weil die haben mir schon leid getan, in der letzten Runde als Meister mit aufsteigen zu dürfen. Die haben die richtigen Konsequenzen gezogen, einen neuen Verein gegründet, jetzt auf dem Platz die Antwort gegeben, sind aufgestiegen über die Relegation, haben das toll gemacht. Also Hut ab, dass man das auch mal durchgezogen hat. Ich denke auch für den Thomas Reger nochmal ein schöner Abschied jetzt gewesen. Wollte ja nochmal den Aufstieg. Also das passt und es ist ihnen auch gegönnt. Dann kommen wir zum Bezirksebene. Bezirksliga Freiburg, das ist mal mit 17 Mannschaft, war ja eine riesen Runde mit 20, war klar, wenn so viele absteigen. 17, 18, 17 Mannschaft ideal für eine Bezirksliga. Ja, ich denke schon. Ich meine, da sind wir immer natürlich etwas abhängig, was oben runterkommt. Das ist natürlich die Kehrseite der guten Landesliga-Präsenz. Wenn natürlich ein paar runterkommen, dann trifft die Bezirksliga relativ hart. Aber ich denke, mit 17 kann man da sehr gut leben. Macht man 18er Schlüssel, hat man nochmal ein Spiel frei zwischendurch. Die Bezirksligisten kommen ja traditionell immer relativ weit im Pokal. Das heißt, wir haben dann auch eine ganz ordentliche, gute Runde. Also das passt. Und ich denke auch, das Feld ist sehr gut mit den Aufsteigern der Bezirksliga. Da haben wir ja ganz gute, tolle Mannschaften, Heidersheim und so weiter. Das ist schon ein ganz gutes Jahr für die Bezirksliga. Und dann hat sich auch bewährt die Staffelform, muss man sagen, mit 2 Kreisliga-A-Staffeln. Am Anfang war ein bisschen skeptisch. Wir haben ja viele Spiele gesehen, 2 Kreisliga-A liegen, und das, denke ich, man hat sich auch bewährt. Man hat es mit dem Bezirkstag gehört, über
Die meiste war für den Beibehalt von 18er. Was ja nicht ganz einfach ist, auch laut Spielordnung. Nein, man muss ja einsehen, unsere Aufgabe ist ja, den Fußball zukunftsfähig zu halten. Und wenn man die Jahre davor sieht, wo man einfach Kreisliga-A-Mannschaften hatte mit 6, 7, 8 Punkte abgeschlagen, das ist sportlich nicht gesund. Und dann haben wir jetzt wirklich das komprimiert und das ist sportlich sehr gut. Und die Spiele, die ich gesehen habe, waren alle gut. Die Resonanzen, die ich hatte von den Vereinen, die waren sehr, sehr positiv gestimmt. Also Mensch, das ist sportlich toll, es ist wirtschaftlich für uns sinnvoll, wir haben viele Spiele. Klar, Kehrseite ist, du hast natürlich eine Großzahl von Spielen, hast noch Vorbereitung, hast Pokal, da kommst du halt mal auf 45, 46 Spiele, das ist schon eine ganze Menge auch. Aber auf der anderen Seite haben wir wirklich ein tolles Feld und ich war jetzt sehr angetan, dass wirklich der Bezirkstag hier mit wirklich großer Mehrheit, ich glaube es waren 6, 7, die das reduzieren wollten, alle anderen wollten die Beibehaltung, das zeigt schon, dass wir auch die richtigen Entscheidungen da getroffen haben. Und maßgeblich war hier sicherlich auch, dass wir halt das langfristig über mehrere Jahre auch geplant haben, das transparent mit den Vereinen besprochen haben, einen außerordentlichen Bezirkstag extra gemacht haben, um mit den Vereinen zu diskutieren. Und ich denke, gute Vorbereitung, transparente Zusammenarbeit mit den Vereinen, das zeigt sich dann auch in guten Ergebnissen hinterher wieder. Was du sagst, der enge Punktabstand trifft dann für die Kreisliga B. Alle vier Staffeln waren spannend, eine war bis zum Schluss, also war auch enge, hat sich dann auch mit 16 Mannschaften und denke mal, war von der Qualität her hat sich auch noch ein Stück nach oben gegangen. Sehe ich genauso, ja. Wir haben auch, das ist ja auch ein Sinn dieser Reform gewesen, nicht nur die Kreisliga A zu stellen, sondern auch die Kreisliga B. Die Mannschaften der Kreisliga A, die runter mussten, sind ja da verteilt worden und das hat natürlich auch die Qualität in der Kreisliga B gestärkt. Da gibt es natürlich kleinere Vereine, die jetzt ein bisschen Not auch mal haben, die sagen, Mensch, wir haben nicht die Spielerdecke, um das aufzufangen. Aber denen muss man halt auch manchmal sagen, Mensch, versucht halt auch in der Jugend ein bisschen was nachzubringen, junge Spieler wieder, eigene Leute zu kriegen. Und dann können auch kleine Vereine erfolgreich sein. Wir haben viele kleine Vereine, die es ja auch schaffen. Ja. Und von daher denke ich mal, ist schon der richtige Ansporn auch für die Kreisliga B, zu sagen, wir haben da ein attraktives Feld, gute Spiele. Dann kommen auch wieder mehr Zuschauer, sind mehr Einnahmen da, bessere Stimmung. Das bewährt sich und deswegen denke ich, hat die Reform wirklich komplett durchgegriffen. Letzter Punkt, Punktstück vom Bezirk Freiburg, natürlich der Spaß muss sein. Ich denke mal, das Bezirkspokal Endspiel Rot, das hat sich jetzt etabliert. Wir waren 2300, war ein bisschen mehr, wenn man die Schiedsrichter dazu rechnet, die Helfer, es war mal. Also, das ist mittlerweile, egal wo man ist, egal wer im Endspiel ist, da muss man dabei gewesen sein. Ja, ich meine, Fritz, da seid natürlich ihr mit Südbaden Sobelbach maßgeblich mitbeteiligt, gar kein Thema. Die Berichterstattung und das Ganze drumherum, ich denke, gemeinsam mit dem Verein, wir als Bezirk, wir machen schon das sehr professionell zwischenzeitlich auch, gute Organisation. Und diese Stimmung bei den anderen Vereinen, die nicht im Endspiel sind, die nur zuschauen, in Anführungszeichen, wollen wir auch entsprechend hinkriegen und sagen, Mensch, ihr verpasst das, wenn ihr nicht zum Endspiel kommt, das ist eine tolle Sache, ein Riesenevent, Amateure, weit über 2000 Zuschauer, hat man das, ein Familienfest eigentlich, schönes Wetter, gesellige Zusammensein, alles immer friedlich, fair, ist auch nicht ganz selbstverständlich bei so vielen Zuschauern, dass alles ruhig abläuft. Also das ist einmal eine tolle Geschichte und ich freue mich heute schon wieder auf Christi Himmelfahrt nächstes Jahr, wenn wir das Endspiel wieder haben, in einer tollen Atmosphäre, bei einem tollen ausrichtenden Verein mit 4 tollen Endspielmannschaften. Also das ist eine tolle Geschichte. Ich denke, wenn wir ein neues Medium dann haben, mit der Großleinwand nochmal ein Stück dazu, wohl auch die anderen Medien auch nicht vergessen, weil für den Amateurfußball haben wir ja keine Berührungsängste. Und was haben wir noch was vergessen? Ich denke nicht, VfL-Fußball hat sich auch etabliert im Bezirk, denke ich, ist so eine sehr gute Sache. Gut daheim, dritte Mannschaft, muss ich mir vorstellen, ja. Ist so gut daheim. Ne? Jetzt letzte Frage, Wünsche, Anregungen für die neue Runde? Was ist zunehmend wieder, Arno, oder? Nein, das halte man lieber hinten rauf. Ne? Schade trinken wir trotzdem noch. Nein, wichtig ist natürlich, denke ich mal, dass der Ball im Bezirk Freiburg auch weiterhin rollt. Dass wir, denke ich, mit den Vereinen weiterhin im guten Dialog sind. Das ist im Bezirk Freiburg einfach gegeben. Die Vereine, die Vereinsvorsitzenden, die Verantwortlichen, das macht riesig Spaß, mit denen zu arbeiten. Das ist wirklich aus meiner Sicht immer noch der tollste Bezirk, den du dir vorstellen kannst, weil die Leute einfach alle unglaublich nett sind. Die Mitarbeiter in meinen Ausschüssen arbeiten hervorragend und ich denke, diese Zusammenarbeit muss weiter gewährleistet sein. Wir müssen gucken, sportlich, dass wir auf diesem Niveau bleiben, immer fair bleiben und dann passt es alles für die nächsten Runde und für die nächsten Jahre sowieso. Stichwort Arbeit, wenn wir nächste Runde arbeiten, dann wieder zusammen. Haben wir mündlich vereinbart. Keine Frage. Also, ich wünsche uns eine schöne Sommerzeit, aber ein bisschen mehr. Wir sind schon am Sonntag mal sehen. Wir treffen uns dann wieder im Laufe. Wir haben in Staffelsitzungen, okay. Ehrenamtsgeschichten. Also der Juli ist voll geplant. Ich habe im Juli einen einzigen freien Abend, wenn ich es richtig weiß. Also
weil der Bezirksvorsitzende geht ja auch also den Staffelsitzungen an die sportliche Basis. Es ist ganz wichtig, da auch ein bisschen Feedback zu kriegen, was läuft. Und die Staffelsitzungen sind alle terminiert für den Juli. Und da gehe ich zu allen hin und gucke mal, was die Schulleiter, die sportlichen Leiter, die Spielausschussvorsitzenden für gute Tipps haben, was wir vielleicht umsetzen können. Grüße, da haben wir den längsten Händedruck von dieser Runde gehabt. Also ich wünsche dir gute Zeit und bis dann, man sieht sich. Tschüss. Danke dir.